Moin Gartenfreunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gartenzeit. Und heute zeige ich euch, wie ihr Stangenbohnen, und zwar ich habe jetzt hier die Sorte Neckerkönigin, wie ihr die ganz einfach aussehen könnt bzw. Wachsen lassen könnt. Das zeige ich euch heute alles in diesem Video. Deswegen würde ich sagen, lasst ganz gerne ein Like und ein Abo da. Und falls ihr Feedback, Wünsche oder ähnliches habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Dann werde ich euch auf jeden Fall helfen bzw. eure Wünsche erfüllen. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit dem heutigen Video. Ich habe jetzt die Stangenbohnen, die Tüte habe ich schon aufgemacht, die sind noch vom letzten Jahr. Genau, wir haben jetzt auf jeden Fall, nicht von dem letzten Jahr, von diesem Jahr. Ich habe schon welche ausgesät, damit ihr euch am Ende des heutigen Videos noch zeigen kann, wie das Ganze dann aussieht, wenn sie halt rausgewachsen sind. Und hier können wir ganz kurz mal schauen. Hier, Aussaat ist nicht notwendig. Pflanzen zwischen Mai und Juni in der Reihe 50 cm, zwischen den Reihen 50 cm, vereinzelt ist nicht notwendig. Die Pflanzen werden ca. 1,80 Meter hoch, brauchen sehr viel Sonne und ja, die Aussaat ist zwischen Juli und September, wenn man alles richtig gemacht hat. Und damit ihr alles richtig macht, zeige ich heute in diesem Video, wie das Ganze funktioniert. So, wir schauen mal kurz mal rein. So sehen die ganzen Samen aus. Also merkt euch, falls die Samen so aussehen, wisst ihr, okay, das sind Bohnensamen. Ich verteile kurz mal hier auf den Tisch. Und wir pflanzen sie gemeinsam ein. Hier kann man gar nicht so viel falsch machen. Und zwar platziert man sie einfach rein. Man macht einfach ein paar Löcher. Oder man steckt sie einfach hochkant rein. So. Wie gesagt, ich werde es so machen, dass ich sie hier in Töpfe pflanze. Denn es kann auch Eisserlinge geben. Wir haben jetzt heute den 2. Mai 2022. Und da möchte ich noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich platziere das alles mal so ein bisschen rein. Ich verteile das alles mal. Ich glaube, hier hatte ich schon oder hatte ich keinen. Das, werde ich auf jeden Fall sehen. Hier kann man nicht so viel falsch machen. Platziert so viel, wie ihr könnt. Natürlich sollten zwischen den Samen 2 bis 3 cm überall Platz sein. Deswegen verteile ich die auch hier. Das sieht man gleich, wenn ich euch das mal Ganze von oben zeige. So. Und ganz wichtig, falls dann die Pflanzen rausgewachsen sind, ca. 5 cm groß geworden sind, werde ich sie dann vereinzeln bzw. dann rauspflanzen. Das kommt natürlich darauf an, wie das Wetter so sein soll, weil ich habe jetzt schon mal den Wetterbericht angehört und verfolgt. Es könnte sein, dass es dieses Jahr die Eisheiligen nicht geben könnte. Aber da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil wie gesagt, heute ist der 2. Mai. Bis zu den Eisheiligen sind es immerhin noch fast 2 Wochen, also bis zur letzten kalten Sophie, das ist ja die letzte der Eisheiligen und genau, deswegen bin ich auf jeden Fall noch vorsichtig und packe das Ganze auch ins Gewächshaus beziehungsweise an einen sehr geschützten Ort, wo es trotzdem sonnig ist, aber windstill ist und genau, das werde ich auf jeden Fall jetzt machen. Als nächstes, was man machen muss, man bedeckt sie ganz einfach mit ein bisschen Erde oder man streut die Erde einfach nochmal neue Erde oben drauf oder man drückt sie einfach ein bisschen rein, dass wirklich die nicht mehr zu sehen sind, weil so sind sie auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen vor der Kälte geschützt und jetzt zum Schluss noch befeuchten, also Wasser geben. Und zwar nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Und dann seid ihr eigentlich schon durch mit dem ganzen Prozess. Und wie das Ganze dann aussieht, das zeige ich euch dann jetzt. Da werde ich euch mal kurz 1-2 Bilder einblenden. Und ja, mehr müsst ihr gar nicht machen. Also wenn sie dann rausgewachsen sind, dann einfach in eure Beete oder in Töpfe vereinzeln und wachsen lassen. Ganz wichtig, Bohnen, das ist eine Stangenbohne, die braucht auf jeden Fall Ranghilfen. Das heißt, entweder könnt ihr ganz normale Tomatenspiralen verwenden oder es gibt auch extra so Bohnenstangen, die ihr auch verwenden könnt. Also ja, ganz, ganz wichtig. Oder generell eine Ranghilfe ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, weil sonst wachsen sie euch auf dem Boden und das wird nichts bringen. Die möchten nach oben wachsen. So, jetzt sind gerade immerhin 4-5 Tage vergangen und schaut euch das mal an, wie saftig grün die Blätter sind. Hier sieht man noch den Kern und wie da die ganze Pflanze rauskam. Also das sieht auf jeden Fall schon mega aus. Und kleiner Hinweis, falls bei euch genauso wie jetzt hier noch die Schale dran sein sollte, macht die Schale selber nicht ab. Die Pflanzen haben genug Kraft, um die Schale selber abmachen zu können, weil sonst habt ihr, sage ich mal, die Gefahr, dass ihr die Pflanze dadurch kaputt macht. Also lasst die Pflanze einfach mal in Ruhe. Und jetzt habe ich hier rechts nochmal, und zwar hier, noch mehr Bohnen. Und schaut euch das mal an, das haben wir alles so zusammen ausgesehen. Das habt ihr alles vorhin im Video gesehen. Und das sieht einfach alles wow. Also ich bin echt geflasht immer, wenn man was selber aussieht und dann so ein prachtvolles Exemplar dann, sag ich mal, bekommt. Und das Ganze können wir jetzt theoretisch schon raussehen. Da sind gerade ein paar Vögel, die jetzt mal ein bisschen rumschnacken. Aber naja, es soll jetzt nicht abhalten.
Genau, ich könnte sie jetzt theoretisch raus an die Stangenbohnen reinpflanzen, aber mache ich jetzt gerade mal noch nicht. Ich warte mal ein, zwei Tage. Bis dahin wird das Wetter auch noch mal ein bisschen besser, weil es soll jetzt die nächsten Tage, also nächste Woche gewittern. Und ja, alles klar. Da die Vögel gehen auf jeden Fall gerade richtig ab. Lasst auf jeden Fall dafür mal ein Like da für die Natur. Und genau, also ich lasse noch mal ein, zwei Tage noch mal. Ja, man kann nicht mal ein kurzes Video machen. Naja, also, ich lasse noch mal ein paar Tage Zeit. Solange bleiben sie noch bei mir im Gewächshaus. Nicht von den Temperaturen, sondern einfach von der Witterung, weil es soll nochmal, also nicht kalt, sondern einfach nochmal gewitterig, stürmisch, beziehungsweise auch sehr nass werden. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr diese Bohnensorte es mag. Deswegen packe ich es nochmal sicherheitshalber nochmal ein paar Tage ins Gewächshaus, beziehungsweise nochmal in Sicherheit. Aber ansonsten könnte man sie theoretisch schon rauspflanzen. Aber ich bin mir noch nicht ganz genau sicher, wie groß die Wurzeln sind. Aber wenn es dann soweit ist, nehme ich euch auf jeden Fall mit. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in einem anderen Video. Genau, ich würde sagen, das war's. Viel Erfolg. Also man sieht auf jeden Fall, wachsen tun sie auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mega. Genau, lasst ein Like da und lasst ein Abo und aktiviert die Glocke. Teilt ganz gerne dieses Video und diesen Kanal, würde mich mega freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.